Dieser Casio-Taschenrechner enthält ganz viele physikalische Konstanten, wie zum Beispiel diese Universalkonstante Groß G aus dem Gravitationsgesetz von Sir Isaac Newton, nachdem zwei Massen, M1 und M2, sich mit gleich großen Kräften anziehen und diese Kraft wird so berechnet. Sie ist gleich zu dieser Universalkonstanten G, ihr Wert ist ungefähr 6,67 mal 10 hoch minus 11, mal das Produkt der beiden Massen, geteilt durch das Quadrat der Distanz zwischen den Zentren dieser Masse. Diese Zahl G kann auf diesem Casio abgerufen werden. Das funktioniert durch diese Funktion const. Sie ist in Gelb geschrieben, also nutzen wir dafür die Shift-Taste, die ja auch in Gelb geschrieben ist. Ich tippe jetzt auf Shift, Tipp, und jetzt auf 7, um die Funktion konstant aufzurufen. Tipp. G ist eine Universalkonstante, also zu finden in Kategorie 1. Wir wählen die 1. Tipp. Und da steht sie auch, die Zahl Groß G, versehen mit der Ziffer 7. Also wählen wir die 7, ist gemacht. Im Display steht jetzt G und um den Wert von G abzurufen, brauchen wir nur noch die Enter-Taste zu tippen. Ich tippe. Tipp. G hat diesen Wert. Aus dem Chemiebereich wissen wir, dass ein Mol von egal welcher Substanz immer dieselbe Anzahl Moleküle enthält. Diese Anzahl ist 6,02 mal 10 hoch 23, eine riesengroße Zahl, die man die Zahl des Avogadro nennt. Auch sie ist im Taschenrechner gespeichert, gehen wir nachschauen. Shift für Gelb, 7 für Konstant. Wir sind hier eher im Chemiebereich, also zu finden unter der Kategorie 4. Wir tippen die 4. Und da steht sie auch, Na, das ist die Zahl des Avogadro. Versehen mit der Ziffer 3, also tippen wir die 3. Tipp. Im Display steht jetzt Na, Zahl des Avogadro, und ihr Wert ist effektiv, wie eben gesagt, 6,02 mal 10 hoch 23. Noch andere Beispiele sind zu finden in der Atom- und Nuklearphysik. Das Atommodell von Niels Bohr besagt dieses. Ein Atom besteht hauptsächlich aus einem Kern, in dem Neutronen und Protonen stecken. Und um diesen Kern drehen kleine elektrisch negativ geladene Partikelchen, die man Elektronen nennt. Ich lasse diese Elektronchen jetzt mal drehen. So sieht also das Atommodell von Niels Bohr aus. Der Durchschnittsradius von solch einem Atom wird Radius von Bohr genannt. Und auch diesen Wert von diesem Radius können wir im Casio abrufen. Gehen wir schauen, ich lösche zuerst das Display, wir gehen wieder auf Shift, Konstante und jetzt sind wir in Atom- und Nuklearphysik. Also wählen wir Kategorie 3. Ich tippe auf 3. Tipp. Hier müsste jetzt dieser Bohr-Radius zu finden sein. Mal schauen. Da ist er. Versehen mit der Ziffer 5. Der Radius A0. Also tippen wir hier die 5. Dieser Radius A0 hat ungefähr den Wert 5,29177 und ein paar gequetschte mal 10 hoch minus 11 Meter. Diese Zahl ist selbstverständlich winzig, winzig klein. Diese kleinen gelben Partikelchen da, diese Elektronchen, die um den Kern drumherum sausen, die sind elektrisch negativ geladen und jedes Proton im Kern hat genau dieselbe elektrische Ladung, nur entgegengesetzt, positiv geladen. Diese Ladungen sind ebenfalls im Taschenrechner zu finden. Ich lösche das Display. Wir tippen wieder Shift, um die Funktion Konstante aufzurufen. Wir sind hier in Atom- und Nuklearkonstanten
Aber die elektrischen Ladungen sind eher zu finden im Elektromagnetismus. Also wählen wir jetzt die Kategorie 2. Tipp. Da ist sie auch schon. Die Zahl E, Vorsicht, das ist nicht die Euler-Zahl. Die Euler-Zahl beträgt 2,71828 und hat mit der elektrischen Ladung von einem Elektron überhaupt nichts zu tun. Das hier, versehen mit der Ziffer 3, das ist die elektrische Ladung eigentlich hier von einem Proton. Denn Casio gibt diese elektrische Ladung positiv an. Ein Elektron ist aber negativ geladen. Übrigens, die Zahl E von Leonhard Euler ist selbstverständlich auch in diesem Taschenrechner enthalten. Sie steht da. Gelb. Dazu brauchen wir wieder E. Also Shift E hoch. Diese Zahl E, Zahl von Euler, das ist E hoch 1. Also wählen wir als Exponenten 1. Ich habe gerade auf 1 getippt. Enter. Und so erscheint die Zahl von Euler. 2,71828 1828. Man könnte hier denken, dass diese Zahl periodisch ist. Ist sie aber nicht. Diese Zahl ist irrational.